Hallo zusammen, heute geht es eigentlich um die Batteriebox, weil ich habe ja die neuen Batterien ohne Bluetooth und ich habe schon länger, habe ich sicher irgendwo ein Video gemacht, unsere Batteriebox. Das ist keine Powerstation, sondern das ist eine Batteriebox. Das heißt, der Deckel ist leer, oben ist der Wechselrichter drin und unten nur eine leere Box. Diese Box hat einen Preis von 407 Schweizer Franken. Ich habe einen Befestigungssatz und statt für 690 Schweizer Franken kann ich natürlich auch unsere neue Basic reinpacken, die kein Bluetooth hat. Die kommt dann hier so rein. Wir posten die noch links und rechts. Dann habe ich hier die Anschlüsse. Ist ein 8 mm Ring jetzt hier abgeklebt. Auch hier abgeklebt. 12 Volt Anschluss. Ich habe unten einen Wechselrichter drin. Ich habe jetzt, so kommen die Batterien hin. Ist noch nicht angezogen. Muss man anziehen und dann habe ich hier den Schutz und unten ist die Gurte, da kann man die Batterie hier anmachen und dann kommt hier der Deckel drauf, der wird hier angeschraubt, die Schrauben sind drin. Wenn ihr bei uns beides kauft, montieren wir das sofort und wir laden die Batterie auf vor der Auslieferung. Jetzt, wenn ihr kein Bluetooth habt, wisst ihr nicht, wie viel das drin ist. Ich kann hier über den Hauptschalter einschalten, hier den Wechselrichter einschalten und so sehe ich die Batteriespannung hier so in Rot, Orange und Grün und ich kann hier drauf drücken, dann sehe ich die Leistung, die rausgeht, jetzt gerade nichts, weil nichts angeschlossen ist und hier die Batteriespannung. Über die Batteriespannung kann ich eruieren, etwa wie hoch die Batteriekapazität ist. Wenn hier die Spannung runterfällt und auch hier diese Striche zurückgehen, dann wird Zeit zum Nachladen. Weiter habe ich daneben hier einen USB-Anschluss, das ist 2x5 Volt, 2,1 Ampere. Und hier habe ich zwei Zigarettenanzünder. Hier kann ich zum Beispiel eine Kühlbox betreiben oder sonstigen Verbraucher, aber wir empfehlen da unser Anschlusskabel für die Kühlbox. Das hat hier einen 50 Ampere Stecker drin und den kann ich hier auf der Seite einstecken. Wir haben verschiedene Anschlüsse, hier unten zum Beispiel. Und dann habe ich hier 12 Volt und ich habe kein Gewackel, wie zum Beispiel auf dem Zigarettenanzünder. Ist einfach ein Zubehör, der kostet 40 Franken, aber es ist wirklich fest verbunden. Wir haben hier verschiedene Anschlüsse. Wir haben einen großen 175 Ampere Anschluss. Da kann ich eine zweite Batterie daneben setzen. Wir haben zwei Anschlüsse, die hier über den Hauptschalter geschaltet werden. Ich habe unten einen Anschluss, da ist immer Saft drauf. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich eine Solaranlage habe oder über ein Ladegerät. Zum Beispiel hier unser Standard-Ladegerät mit diesem Industriestecker. Den kann ich da unten einstecken und dann habe ich circa 5 Stunden, bis diese Batterie geladen ist, wenn sie leer ist. Dann habe ich dazu das normale Kabel. Und hier auf dem schwarzen Stecker, da steht über Trennrolle. Wenn ich ein Auto habe, noch ein altes, beim neuen wäre empfehlenswert hier ein Ladebooster dazwischen. Ich habe hier unser Autoanschlussset. Das heißt, das ist ein 6 Quadrat Kabel. Das kommt auf die Batterie, noch mit der Sicherung dazwischen. Und so kann ich hier laden über das Trennrolle, im Auto drin lassen. Und sobald die Spannung absinkt, hier drauf,
trennt das Relais und ich kann die Fahrzeugbatterie nicht entladen, hier über zum Beispiel über den Wechselrichter. Der Wechselrichter hat hier einen Schweizer Stecker, T13, da kann ich normal alles einstecken. Ich habe 1000 Watt Dauerleistung, 1500 Watt Spitzenleistung, etwa eine Minute oder sowas, was steht drauf? 10 Minuten, Problem ist, dann wird der Wechselrichter zu warm und die Kühlung funktioniert nicht mehr. Also eine Espresso-Kaffeemaschine kann ich hier ohne Probleme betreiben, die zieht bis zu 1400 Watt, aber nur in der Zeit, wo wir den Kaffee rauslassen. Ja, das ist diese Batteriebox. Warum zeige ich euch die jetzt? Mit der neuen Batterie, die habe ich jetzt hier eingebaut, die Basic. Ich habe auch vom Hersteller noch ein paar Kleber gekriegt, die habe ich hier drauf gemacht. Original ist die ohne diesen Zettel hier. Solange wir noch haben, machen wir die drauf. Sonst wüsste ich nicht, was machen. So kommen wir zu den Preisen. Eben diese Box ist 407. Dann habe ich die Batterie von 480. Dann brauche ich ein Ladegerät hier zum Laden der Batterie. Also ich habe eine Solaranlage, wo ich sage, ich bin nur in der Alphütte, brauche das gar nie. Das Ladegerät ist bei 149. Dann bräuchte ich vielleicht das Autoanschlussset. Vielleicht brauche ich es nicht, wenn ich nur zu Hause lade, brauche ich das nicht. Das ist 110, viel Kabel dran. Und dieses Kabel hier, das ist 46 mit diesem Industriestecker. Ihr könnt die einzelnen Komponenten haben oder auch nur die Box. Ich habe die Einzelkabel am Lager, ich habe nur die Ladegeräte am Lager. Ist eigentlich alles einzeln verfügbar. Was nicht verfügbar ist, ist die Kombination. Die setzen wir fort zusammen. Setzen die Batterie rein, laden die Batterie noch auf. Das ist vielleicht nicht eine Stunde Aufwand, aber so viel brauchen wir. Vielleicht laden wir die Batterie, die ist nicht ganz voll, aber vor der Ausliefern wird die Batterie noch vollgeladen. Warum so eine Batteriebox und nicht eine Powerstation? Wir haben zum Beispiel Probleme mit den Kühlboxen, mit EcoFlow-Boxen. EcoFlow Power Station, hier habe ich eine 12 Volt Batterie. Hier auf dem Ausgang habe ich 12 Volt, der kommt direkt ab der Batterie. Bei Power Station habe ich eine Grundlast von 40 Volt, beispielsweise, und dann habe ich einen Umformer auf 12 Volt. Bei der EcoFlow ist er zum Beispiel zu schwach, dass ich gewisse Boxen betreiben kann. Da mache ich euch ein Video dazu. Und hier habe ich direkt 12 Volt ohne irgendwelche Umformung. Umformung heißt Verlustleistung. Und somit kann ich zum Beispiel eine B46, die verlinke ich euch dann hier unten, kann ich die etwa 100 Stunden an dieser Box betreiben. Und hier mache ich euch ein Video, wo der Chinese auf Besuch war. Und jetzt habe ich eben relativ gute Preise, 100 Amperestunden Batterie ohne Bluetooth. Früher hattet ihr eine Bleibatterie, da wusstet ihr auch nicht, was geht. Für 480 Schweizer Franken. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.